Nach einem Jahr Pause gab es wieder einen Tag des Schiffshebewerks in Rothensee. Verbunden war damit die Hoffnung, dass es nach Jahren des Wartens endlich einmal Positives zu hören gibt. Und Oberbürgermeister Lutz Trümper, der die Veranstaltung eröffnete, konnte auch mit einigen Neuigkeiten aufwarten. Ich war jetzt nochmal persönlich im März in Berlin, habe mit dem neuen Staatssekretär Scheuerle Gespräch geführt und am Ende die Frage gestellt, wenn wir jetzt die Bedingungen, die nochmal gestellt worden sind, das war eine für uns und eine für den Bund, wenn die beide erfüllt sind, der Staatssekretär, wird es dann wieder aufgemacht oder ist das dann alles wieder mit neuen Vorbehalten, die auf den Tisch gelegt werden, doch nichts? Da war die klare Antwort, wenn das erfüllt ist, wenn ihr als Region, ihr als Stadt Magdeburg eine Aufgabe übernehmt, und zwar die Haftung noch übernehmt. Haftung übernehmt. Das heißt, wenn ein Schiff, und zwar wir reden jetzt nur noch über Touristenschiffe, das heißt die weiße Schifffahrt, die weiße Flotte und die privaten kleinen weißen Schiffe, die durchfahren, wenn dort beim Betrieb in der Schleuse ein Unfall passiert, dann muss irgendjemand, wenn es sozusagen Betreiberverantwortung war, haften. Und Haftung übernehmen normalerweise Versicherungen. Die stellt dann denjenigen, der, wenn er bestimmte Bedingungen einhält, von den Haftungen auch frei. Diese Gespräche haben wir geführt und da gibt es positive Signale, dass unser Versicherer, das ist der kommunale Schadensausgleich, das nach klar definierten Bedingungen machen wird. Das heißt, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Und dann habe ich den Staatssekretär wieder angerufen und am Donnerstag einen Fax bekommen. Und in dem Fax steht drin, lieber Herr Oberbürgermeister, wir haben nochmal als Bund gerechnet, was die Kosten sind für den Betrieb des Schiffshebewerks von Mai bis Oktober, also für 7 Monate. Und das waren bisher immer so eine Größenordnung von, je nachdem wer gerechnet hat, 370.000 Euro. Jetzt sind es 420.000 Euro, die der Bund aufgerufen hat. Ich habe einen Brief aber schon verfasst, den ich am Montag abschicken werde, wo ich sage, grundsätzlich sagen wir dazu ja. Wir werden als Region jetzt in die Gespräche eintreten und das Geld versuchen einzusammeln. Das ist die Bedingung. Und da hat es gar keinen Sinn, nur zu sagen, wir feilschen nochmal um 10.000 Euro, das bringt ohnehin nichts. Ich werde das mit ja beantworten, dass wir das machen. Und dann wird es so sein, dass wir formal als Stadt, einer muss ja sozusagen als Gebietskörperschaft dafür Vertragspartner sein, mit dem Bund einen Vertrag machen, wir übernehmen darin die Haftung. Und der Bund kriegt auch das Geld über den Vertrag finanziert. Und das Geld müssen wir aber mit der Region zusammen einsammeln. Da war das Land mit seiner Zusage 150.000 Euro, vielleicht auch ein bisschen mehr, jetzt weiß ich nicht genau. Also wir haben jetzt, ich sag mal, 4-5 Wochen Zeit, mit dem Bund den Vertrag auszuhandeln. Und wenn dann ein grundsätzliches Jahr kommt, dann kann das vorbereitet werden, dass wir noch in diesem Jahr, das wäre jedenfalls der Wunsch, wenn es dieses Jahr wieder nicht klappt, wir würden sagen, bis Oktober verhandeln wir, dann haben wir nächstes Jahr wieder alles vergessen. Und da muss jetzt Druck gemacht werden und die Zeit genutzt werden, um das schnell über die Bühne zu bringen, damit wir noch im Juni vielleicht, der Mai ist ja schon ab morgen da, im Juni vielleicht das Schiffswerk wieder in Betrieb nehmen können. Das wäre jedenfalls unser gemeinsamer Wunsch. Und wenn Sie uns unterstützen und vielleicht der eine oder andere auch sagt, ja, für die 24.000 Euro habe ich auch noch eine Idee, wie wir da ein bisschen Geld einsammeln können, wäre uns das auch lieb und gut und auch gut für unsere insgesamt öffentlichen Kassen. Das ist der aktuelle Stand, den ich heute hier sagen kann. Und ich freue mich natürlich außerordentlich, dass Sie heute so zahlreich hier so mit dem Rad hergefahren sind. Ist ja auch ein tolles Wetter. Die Region insgesamt möchte diese Schiffswerke wieder in Betrieb haben, damit hier auch Tourismus und wir ein wichtiges technisches Highlight, ein Denkmal unserer Region, auch wieder sozusagen seinen Betrieb aufnehmen können. Wir damit auch sagen, ein Stück der Wurzeln unserer Stadt, unserer Region, werden damit nicht einbetoniert, sondern die bleiben im Betrieb. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, herzlichen Dank für Ihr Engagement insgesamt und viel Erfolg für uns jetzt für die nächste Woche. Eins muss klar sein, das Wasser- und Schifffahrtsamt ist ein Betriebsamt. Das heißt, wir haben die Fachleute, um Bauwerke instand zu halten, betriebsfähig zu halten und zu betreiben. Das ist unsere Aufgabe. Und im Augenblick haben wir an dem Schiffshebewerk die Aufgabe gestellt bekommen, das Hebewerk, den Trog, insoweit bewegungsfähig zu halten, dass bei einer endgültigen Stilllegung des Hebewerks der Trog in die dann vorgesehene Lage gefahren werden kann. Soweit können wir bestätigen, dass der Trog bewegungsfähig ist, gefahren werden kann.
was wir zurzeit nicht bestätigen können, dass das Hebewerk praktisch ohne weiteres in Betrieb gehen kann, weil zu einem Betrieb eines Hebewerks mit Schiffen mehr gehört. Tore müssen gefahren werden, Pumpen müssen laufen und so weiter. Und wir sind nicht Vertragspartner, Verhandlungspartner in dieser Situation. Wir können da eine Meinung zu haben, aber die ist letztendlich in dem Zusammenhang uninteressant. Ich kann nur sagen, wenn wir das Go bekommen, werden wir alle Fachleute, die wir haben, und wir haben gute Fachleute, daran setzen, das Hebewerk möglichst zügig eben betriebsfähig zu bekommen. Das kann ich zusagen. Ob das Tage, Wochen dauern wird, das kann ich im Augenblick nicht sagen. Vielen Dank. Herr Hattewisch, wie sind Sie mit den, sagen wir mal, Entscheidungen, die heute so ein bisschen verkündet wurden, bisher zufrieden? Naja, also wir haben ja zwei Extreme erwartet. Einmal, dass der Bund sagt Nein, und auf der anderen Seite, dass der Bund sagt Ja. Heute hat er Jein gesagt, der Oberbürgermeister hat das ziemlich geschickt interpretiert. Für uns ist da eine gewisse Bewegung drin enthalten, die wir akzeptieren. Wir sind natürlich nicht so leichtgläubig, dass wir sagen, das war's dann und nun wird das Ding in Betrieb genommen, das Werk, das können wir nicht vorstellen. Wir werden auf jeden Fall die Sache beobachten, den Weitergang der Verhandlungen, wir werden versuchen, daran teilzunehmen. Aber unsere Hoffnung ist wesentlich größer geworden als noch vor 3 Monaten. Das muss ich eindeutig sagen. Und dass wir unsere Protestaktion am heutigen Tag des Schiffshebewerkes, sage ich mal, auf diese Actionrunde hier begrenzt haben, das zeigt auch schon, dass wir die großen Protestaktionen gestoppt haben. Straßensperrungen, Sperrung des Wasserstraßenkreuzes, das haben wir abgesagt. Und wir sind erstmal zufrieden und sehen das als Zwischenergebnis. Ja? Aber ich möchte gerade, weil hier eine Bewegung hinter uns ist, also wir haben ganz tolle Mitstreiter, diese Rettungsschwimmer hier aus Magdeburg, Weltmeister, die spontan sich erklärt haben, na klar, wir helfen euch, das ist eine gemeinsame Sache, das Schiffshebewerk interessiert uns alle, das ist unser Kulturgut, das müssen wir retten und da springen die heute ins Wasser, ich finde es einfach phänomenal. Und auch die Industriekletter der Firma Geistlinger und Gecko, die uns hier geholfen haben, also ich muss sagen, ich bin schon beeindruckt und das hilft uns alles weiter. Ne? Aber jetzt mal ganz Ihre persönliche Meinung, was schätzen Sie, wann es eventuell in Betrieb gehen könnte wieder, dieses Jahr noch? Ganz realistisch. Die werden noch zwei, also wenn sich alle Mühe geben, reichen 2 Wochen Verhandlungen, um die Sachen zu klären. Und nach meiner Einschätzung und die Kenntnisse, die sind fundiert und die sind abgesichert, werden hier arbeiten, auch wieder nur 2 Wochen brauchen, um sag ich mal, kleine Reparaturen vorzunehmen. Das ist alles Makulatur, wir haben selber geguckt und so. Nach meiner Auffassung kann es am 30.05., spätestens am 30.06. kann hier Betrieb sein. Das ist meine volle Überzeugung. Und da wird sich unser Verein für einsetzen, da können Sie sicher sein. Naja, der Oberbürgermeister hat ja gesagt, die Grundlagen sind da, der Bund kann sich die Betreibung vorstellen, wenn wir die Haftung übernehmen und die Kosten. Und der Teufel steckt natürlich im Detail. Das heißt, die Arbeitsebene, das Rechtsamt, der Kollege Platz, der Ordnungsbeigeordnete, aber auch ich, wir werden dann eben an die Verträge selber jetzt rangehen. Und wir werden halt jetzt schauen, dass wir mit den Kommunen, mit unseren Partnern, mit den Landkreisen uns bald ins Benehmen setzen, dass diese Finanzierungszusagen wirklich eingehalten werden. Ja, das heißt, das Geld muss im Haushalt ja sein. Also jetzt beginnt, wie soll ich sagen, die Arbeit in den Niederungen. Wir werden sehen, dass die Verträge dann auch astrein gestaltet werden und werden die Verwaltung natürlich unterstützen, so wie wir es bisher auch getan haben. Und wir sind natürlich froh, dass es einen Verein gibt, Schiffshebewerk, den wir auch tatkräftig unterstützen werden. Und Gott sei Dank sind ja da auch ein paar Stadträte drin, damit der Kontakt immer punktuell dann auch ist. Optimismus, dass es in diesem Sommer doch noch eröffnet wird, wieder in Betrieb geht? Ja, ich bin optimistisch, weil wir eine solche grundsätzliche Bereitschaft, die Betreibung wieder zu übernehmen, in den letzten Jahren nicht gehört haben.